Servus Leute, ich bin mal wieder am Ansbacher Bahnhof und ich mache mich jetzt auf den Weg zum Booktuber-Treffen nach München. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch da heute mal wieder mit. Ja, viel Spaß. Wir verlassen gerade den Hauptbahnhof und wir machen uns jetzt auf den Weg ins Text. Ist ja fast klar, dass das unsere erste Station ist. Und ich folge da einfach mal. So, fast alle sind schon in den Hugendubel reingestürmt. Wir schauen jetzt mal in den Hugendubel, was es da alles so Schönes drin gibt. Erst während man es liest, was es ist. Ich habe 4 Ersatzakkus für die. Von dem her. Halt jetzt nur noch auf dich drauf. Sonja Special. Nicht zu vergessen, die Reinigungsgebühren. Okay, warte mal. Die erzählen ja nichts. Mons de mea kan das Uhren san des Fechts an. Das ist ja komplett in der anderen Sprache, wenn man das. Meine Güte. Das ist jetzt verstanden. Ja. Jetzt musst du das gleiche nochmal du vorlesen. Wir hoch an Badelkrampf ungefähr. Die ist schon. Ja, die reden ja die ganze Zeit Deutsch, das ist ja langweilig. Schaut aus, euch da doch noch euch vieren Onkel Dagobert rentieren. Heiligs Blechler! So, und jetzt die Steffi. Es gibt der erste Steffi, du kannst Nein, du kannst bayerisch. Erzähl uns mal was auf bayerisch. Wir sind hier
Ja, es braucht so nur einen ganzen Tag Kamera auf mich haben und dann. Ja, oh Mann, jetzt bin ich der Star von den ganzen Follow Me Around. Sowieso. Oh mein Gott. Aber ich rede eigentlich nicht mehr richtig bayerisch. Ich rede eigentlich so eine Mischung aus Österreich und bayerisch. Ja, ehrlich, ich war am Anfang, wo ich so. Ja. Ja, S3 nicht so wirklich, ne? Das ist so. Ja, es ist aber viel. Eine gute Mischung. Ja, nein, aber es ist so viel, wenn man mir oh, in Berlin oder so. Ja, ich komme aus Österreich, oder? Nein, ich weiß nicht, du weißt mich. Damit er viele wir wohnen zwar nah dran, aber logische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Irgendwie so heute halt schon nie wieder Antwort geben. Im Hans im Glück in München hier, in einem dieser vielen Hans im Glücks in München und machen Mittagspause. Ja, wir waren jetzt gerade im Hugendubel und jetzt sind wir mal Mittagessen. Ja, Getränke haben wir schon, aber das Essen dauert noch ein bisschen. Ja, unser Essen ist da. Wilde Westen mit Pommes. Und jeder macht gerade seine Instagram-Bilder. Ganz normal. Wie gewohnt. Dankeschön. Da hinten gibt es noch nichts. Süßkartoffel, Pommes. Ich habe eine Stunde warten konnte. Ja. Das hat mich schon geärgert. Das ist mir noch nicht passiert. Was mir schon mal passiert ist, dass ich am Bahnsteig kam, da standen zwei Züge und ich habe es nicht gecheckt. Aber ich bin in den falschen eingestiegen. Oder am falschen Bahnsteig als gestiegen. Nee, ich glaube, das war immer noch Auf meinem Ticket steht die Fahrtlage dazu. Andere Richtung, ich denke mir, was ist da los? Zum Glück war da ein Infoverschalter. Ja, der fährt halt an dem und dem Gleis los. So ganz lässig. Oh, ich hab ein Männchen! Upsi! Dieser Moment wurde
Wir machen ganz wichtig, Ausgang, Ausgang, Leute. Spannung, übersinnliche Spannung,
vorm Text und sonnen uns im Schatten. Text überfordert mich immer irgendwie total. Ja, aber wen würde das nicht überfordern? Jo, langsam wird man ein bisschen mehr wieder vorm Text. Die Einkäufe sind langsam getätigt. Und jetzt, so, keine Ahnung, wo schauen wir dann als nächstes hin? Oder was steht noch irgendwas auf dem Programm? Ja, lasst euch überraschen, wo wir euch noch so mitnehmen. So, wir machen uns jetzt mal auf den Weg, langsam wieder Richtung Bahnhof. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht irgendwo noch so ein chilliges Plätzchen finden, wo wir uns gemütlich zusammen noch mal hinsetzen können und ja, den Tag so gemütlich ausklingen lassen können. Ich fände das auf jeden Fall mal richtig cool. Mal schauen, ob wir was finden. Aber ihr werdet es ja sehen. So,
sind wir am Bahnhof wieder angekommen. Wir chillen uns jetzt hier noch ein bisschen hin, die letzte halbe Stunde. Und anstrengend, hey, so ein Tag. Echt ohne Witz. Aber geil was. Ja. So. Fast sind wir schon wieder auf dem Weg nach Hause.